Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturmagazins in Rheintal TV. Dem französischen Forscher und Maler Daguerre ist es zum ersten Mal gelungen, Bilder mit einer Lochkamera auf chemischem Wege mittels Licht festzuhalten. So oder so ähnlich hat es am 15. Februar 1839 im Bonner Wochenblatt gestanden. Das hat wohl auch der Porzellan- und Feinmaler Johannes Schafgans gelesen. Als 30-Jähriger fing er an, sich mit der noch jungen Fotografie zu beschäftigen. Im Umgang mit Pinsel und Farbe war er vertraut und so malte er Hintergründe, in die er später seine Modelle platzierte. Seine Fotografien und er selbst wurden schnell im ganzen Rheinland bekannt. Heute arbeitet Boris Schafgans in der 5. Generation als Fotograf im Bonner Atelier. Schafgans, 150 Jahre Fotografengeschichte am Beispiel einer Fotografendynastie. Unter diesem Titel widmete das Rheinische Landesmuseum im Jahre 2005 einer in Deutschland einzigartigen Fotografenfamilie eine Ausstellung, die wir besuchten. In der Ausstellung des Rheinischen Landesmuseums Bonn sind Fotografien aus 4 Generationen einer der bedeutendsten Fotografenfamilien Deutschlands ausgestellt. Bis um Ende der 80er Jahre arbeitete Hans Schafgans mit der Großformatkamera. Jetzt kann ich mich noch mal dahinter stellen. Den Grundstein der Fotografendynastie legte Johannes Schafgans um das Jahr 1855 in Bonn. Es folgten Sohn Theodor und dessen Sohn Theo. Von Hans Schafgans stammen die jüngsten Bilder dieser Ausstellung. Viele unveröffentlichte Fotos und Leihgaben, zusammengestellt von Frau Dr. Susanne Blöcker. Die Familie Schafgans ist fast einmalig in Deutschland, weil es ist eines der ganz wenigen Fotoateliers, die seit 150 Jahren in Familienhand noch sind. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und sie haben etwas geschaffen, was sehr eng mit persönlich erlebter Geschichte zusammenhängt. Sie haben keine Fassadenporträts gemacht, keine Staatsporträts im herkömmlichen Sinne, wie wir sie eben von Schafgans nicht kennen, sondern sie haben Porträts geschaffen, die die innere Persönlichkeit des Dargestellten zum Vorschein bringen. Entweder indem sie sie nachkoloriert haben, quasi sie beleuchtet haben in einem besonderen farbigen Licht, oder indem sie sie erspürt haben als guter Moderator. Und sie hervorgelockt haben. Hans Schafgans, der derzeitige Inhaber des Ateliers, hat das Dunkeltier der Seele genannt, was er hervorlocken möchte durch seine Fotografien. Schafgans, Hans Schafgans, Theo Schafgans, sein Vater, sie haben nie Typen gesucht. Für sie ist es nicht wichtig, wie bei August Sander, einen Menschentypus sozialgeschichtlich zu schildern, in seiner Rolle, die er spielt, sondern genau die Rolle, die er spielt beruflich, steht eher im Hintergrund. Hans Schafgans sagt, der Beruf ist für ihn zweitrangig, denn nur der Mensch steht im Vordergrund, nicht das, was aus ihm wurde, sondern das, was in ihm ist. Hans Schafgans fotografierte während der Bonner Regierungszeit viele Politiker. War das schwer? Besonders schwer zu fotografieren, das hat nichts mit dem Titel und Rang zu tun. Das hat mit der Kommunikationsfähigkeit der Menschen zu tun. Deshalb sind eigentlich Bundespräsidenten sehr leicht zu fotografieren, weil sie aufgrund ihres Amtes eine gewisse Kommunikationsfähigkeit haben. Wenn so ein ganz großer Schweiger zu mir kommt, mit dem sehr schwer in Kontakt zu kommen ist und er nach jedem Satz eigentlich nur nickt, dann ist es sehr schwer, eine Beziehung herzustellen, die günstig ist, um ein wirkliches Porträt zu machen. Aber im Augenblick, wo eine Unterhaltung sich entwickelt, und das ist eben der Normalfall, dann ist es auch nicht sehr schwer.1970 kamen innerhalb weniger Monate während des Vietnamkrieges 25 Berichterstatter ums Leben. Fotografen, Kameramänner und Reporter. Der Amerikaner Kurt Volkert hatte Glück und überlebte. Auch er war damals als Fernsehkameramann in Südostasien unterwegs.
Heute lebt er in der Nähe von Bonn und betreibt die kleine Galerie Meerkatze in Königswinter am Rhein. Im Mai 2007 präsentierte er eine außergewöhnliche Ausstellung seiner Fotografenkollegen Henri Huet und dem Vietnamesen Nick Uyt. Kurz vor der Ausstellungseröffnung hatte ich Gelegenheit, mit Kurt Volker zu sprechen. Also ich war Kameramann in Vietnam und in Indochina, das heißt, ich habe auch in Kambodscha gearbeitet und ich war eine Zeit lang Kriegsberichterstatter mit der Kamera fürs amerikanische Fernsehen. Aber mein eigentlicher Wunsch war schon gewesen, Fotograf zu sein und entscheidende Momente festzuhalten. Die Filmarbeit ist einfach zu flüchtig dafür. Das bringt schon Erinnerungen wach. Ich war in jedem dieser Plätze, aus denen diese Bilder stammen, vom Delta bis zur nordvietnamesischen Grenze, vom Westen bis zum Osten des Landes, in Delta, in den Highlands, in den Städten, als da der Krieg kam während der Täteroffensive. Ja, es bringt Erinnerungen wach. Ich sehe diese Gesichter, diese angsterfüllten Gesichter südvietnamesischer Truppen auf dem Vormarsch in Laos in den sicheren Tod. Es packt einen schon. Ich möchte nie, dass es mein Leben bestimmt. Ich habe das immer sehr verdrängt. Ich wollte andere Sachen machen als Krieg, das ist mir auch gelungen. Manche sind vom Krieg nicht weggekommen. Ich bin, glaube ich, schon ganz gut weggekommen. Aber ich mache das gerne und Erinnerungen werden wach und damit wird man dann schon fertig. Man ist ja auch in guter Gesellschaft. Nicht gut ist hier ein fabelhafter Mann, Horst Faas. Das sind alles Kollegen und Freunde, die gleich denken und Ähnliches gesehen haben. Nick Uyt erzählt mir, dass Fotografen jetzt auch dass von ihnen erwartet wird, dass sie auch Videoaufnahmen machen. Also es wird draufgesattelt. Und es ist so, dass ein Druck auf den Knopf und das sind 7 Bilder weg. Also die individuelle Bildaussuche, jetzt drücke ich drauf, jetzt ist es schön, jetzt ist es richtig, die gibt es nicht mehr. Da wird einfach wie mit einem Maschinengewehr Film verheizt und ein Bild wird dann schon das Richtige sein. Ich glaube, dass diese klassische Fotografie, dass die vorbei ist. Ich weiß es nicht, bin kein Fotograf. Aber es sind ja auch bemerkenswert wenig Bilder aus Irak zum Beispiel, die wirklich prägend sind, die definierend sind. Und hier gibt es so viele, die definierend und prägend sind. Und dann kommt einfach hinzu, dass wir gesättigt sind. Wir werden überflutet mit Bildern. Und wenn ich daran denke, zu meiner Zeit, wenn ich im Dschungel von Vietnam Aufnahmen machte, dann dauert es 3 bis 4 Tage, bis sie nach Amerika kam. Jetzt ist es sofort. Also die Überschwemmung mit aktuellen Bildern ist einfach immens und wir sind abgebrüht geworden. Wir haben zu viel gesehen, zu viele schlimme Bilder. Selten hat ein einzelnes Foto so viel Einfluss auf eine ganze Nation genommen, wie das Bild des damals 19-jährigen vietnamesischen Fotografen Nick Uyt. Nach einem Fliegerangriff auf das Dorf Trang Bang fotografierte er fliehende Kinder am Ortsausgang. Unter ihnen die 9-jährige Kim, die durch Napalm schwerste Verbrennungen erlitten hatte. Das Bild ging um die Welt und sollte die Stimmung, den Vietnamkrieg nun endlich zu beenden, nicht nur bei der amerikanischen Bevölkerung nachhaltig beeinflussen. In der Galerie Meerkatze habe ich den Fotografen Nick Uyt getroffen und ihn nach seinen Erinnerungen befragt. Ich erinnere mich an das Jahr 1972. Es gab schwere Kämpfe zwischen der süd- und nordvietnamesischen Armee nahe der Schnellstraße 1, die von Saigon nach Kambodscha führt. Viele Soldaten waren hier an der Straße versammelt. Den ganzen Morgen wartete ich und plötzlich näherten sich 2 Flugzeuge. Sie warfen Bomben auf das Dorf und trafen den vietnamesischen Tempel, eine Pagode mit Napalm. Die Bomben explodierten rot und orange und es brannte alles rund um den Tempel. Dann plötzlich sah ich neben mir eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Sie sagte: "Helfen Sie meinem Kind." Der Junge starb auf ihrem Arm. Dann tauchten aus dem schwarzen Rauch plötzlich Kinder auf. Sie rannten und rannten. Während sie liefen, machte ich viele Fotos.
Als Kim mich erreichte, legte ich meine Kamera auf die Straße, nahm Kim und brachte sie mit meinem Auto ins Hospital. Ich wollte ihr Leben retten. Sie hat überlebt. Haben Sie heute noch Kontakt zu Kim? Ja, ich habe mit ihr noch vor einer Woche gesprochen. Sie lebt in Toronto, Kanada. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Jungs. Wir telefonieren öfters. Ihr Foto hat dazu beigetragen, dass sich die Einstellung zum Vietnamkrieg nicht nur in Amerika verändert hat. Dieses Foto besiegte den Vietnamkrieg, jeden Krieg. Man spricht ständig über das Bild und es ist stärker als der Krieg. Selbst jetzt, während des Irakkriegs, spricht man über das Bild mit Kim. Bilder wichtiger Ereignisse sind heute in Sekundenschnelle via Internet verschickt und liegen nach kurzer Zeit auf den Tischen der Redaktionen von Tageszeitungen, Nachrichtenagenturen oder Fernsehsendern. Häufig werden digitale Aufnahmen vor ihrer Veröffentlichung jedoch bearbeitet, manchmal verändert oder sogar gefälscht. Hat diese Manipulationsmöglichkeit den Stellenwert des Fotos für das Alltagsgeschäft einer Tageszeitung verändert? Das habe ich den Chefredakteur des Generalanzeiger Bonn, Herrn Joachim Westhoff, gefragt. Also Bilder manipulieren kann man heute natürlich noch leichter und besser, als man es zu Zeiten von Henri Huet und Nicot konnte. Aber auch die konnten das in gewisser Weise schon, dadurch nämlich, dass sie sozusagen die Ausnahmen hätten fotografieren können und sie dann als Regel deklarieren. Das war immer schon eine Möglichkeit der Bildmanipulation oder der Manipulation von Eindrücken. Aber es ist gar keine Frage, mit digitaler Fotografie kann ich heute sehr viel mehr manipulieren, als ich das damals noch mit dem analogen System und auf Fotopapier und mit Negativen machen konnte. Ja, wenn man die Bilder hier in dieser Ausstellung sieht, dann wird man natürlich immer mehr von der Ästhetik dieser Bilder erleben. Ich glaube aber, dass die Menschen damals, als sie diese Bilder gesehen haben, stärker wachgerüttelt worden sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Vietnamkrieg nun seit Jahrzehnten vorbei ist. Wenn wir uns in einigen Jahrzehnten die Bilder aus dem Irakkrieg ansehen, wird es vielleicht eine ähnliche Wirkung geben. Diese Bilder heute hier haben etwas Wachrüttelndes im Hinblick auf den Krieg überhaupt. Nichts Wachrüttelndes können sie haben im Hinblick auf den Vietnamkrieg. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Das nächste Mal stellen wir Ihnen ergänzend zu unserem heutigen Thema Fotografie unter anderem den Bildjournalisten und zweifachen Pulitzer-Preisträger Horst Faas vor. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wenn Sie möchten, klicken Sie einfach einmal rein in Rheintal TV. Ich würde mich freuen. Bis bald.